das sind keine Zebrastreifen. Ein Führerschein, man muss sich für große Geldscheine nicht entschuldigen. Wenn ihr einkaufen geht, habt ihr nicht die Packhetzerei. Nehmt eure Tüten mit, heißt, denn das wird schwer oder sehr teuer oder schwierig. Der Horror. Manchmal Hausschlappen anziehen. Hallo Leute, ich bin's, Catty Cat. If you don't understand German, there are subtitles down below. So click on the little gear to switch on English subtitles. For everyone else, let's start this in German. Leute, dieses Mal werde ich kleine Fehler, die Deutsche in Japan oft machen, mit euch besprechen. Also merkt euch die vielleicht, damit, wenn ihr nach Japan kommt, alles glatt verläuft. Also, hier sind 8 Dinge oder 8 Fehler, die Deutsche sehr oft in Japan machen. Nummer 8. Das sind keine Zebrastreifen. In Deutschland haben wir die Streifen, die so längs gehen, von denen man denkt, okay, da ist Zebrastreifen, da haben die Fußgänger Vorfahrt. Nun, in Japan ist das nicht so. Da ist das eigentlich nur da, um zu zeigen, dass dort ein Fußgängerübergang ist, wie bei uns die Streifen, die so rechts und links sind. Nun, wenn ihr das falsch macht, wie ich, ist das wirklich gefährlich, denn ich wäre das allererste Mal, als ich hier in Japan war, mal fast überfahren worden, weil ich dachte, oh, Zebrastreifen, Fußgänger haben Vorfahrt, wunderbar! Und bin stracks drüber, während alle meine Freunde geschrieben haben, nein, Kathi, nein! Und konnten mich gerade noch mal stoppen. Wenn das Auto hat nämlich nicht gestoppt. Das hat es irgendwie auch nicht richtig gesehen. Also das war ziemlich, ziemlich gefährlich. Heißt, es gibt eigentlich so Zebrastreifen nicht. Es gibt spezielle Übergänge, wo die Autos stoppen. Die sehe ich aber nicht so oft. Generell sind die Streifen, die für uns aussehen wie ein Zebrastreifen, eigentlich nur ein Fußgängerüberweg. Und man muss genau dieselbe Vorsicht haben, als wenn man woanders über die Straße geht. Also rechts schauen oder links, rechts, links schauen. Und ja, seid vorsichtig. Das sind keine Zebrastreifen. Nummer 7. Ein Führerschein in Deutschland haben bringt uns weiter, als wir denken. Viele denken, in Japan ist Linksverkehr, in Deutschland ist Rechtsverkehr und deswegen kann man eigentlich den deutschen Führerschein nicht verwenden. Falsch gedacht. Ihr könnt euren deutschen Führerschein hier in Japan hernehmen. Ihr könnt damit fahren. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist den übersetzen lassen. Heißt, ihr bekommt eine Übersetzung ins Japanische und zusammen mit eurem deutschen normalen Führerschein und der Übersetzung könnt ihr hier auf Japans Straßen fahren. Ich weiß, das ist vielleicht klingt nach einer ziemlichen Herausforderung, aber legal dürfen wir das. Andere Länder haben das nicht so leicht. Also haben wir eigentlich einen Vorteil. Allerdings muss der Führerschein innerhalb von einem Jahr nur mit Übersetzung gelten. Heißt, wenn ihr länger hier seid als ein Jahr, dann müsst ihr einen richtigen japanischen Führerschein beantragen. N-I-X-T. Nummer 6. Man muss sich für große Geldscheine nicht entschuldigen. Ich weiß, in Deutschland, wenn man da so einen 50-Euro-Schein hat und den im Kiosk hernimmt oder wenn man sogar einen 100-Euro-Schein haben sollte und versucht damit zu bezahlen, dann machen wir Deutschen sehr oft die Geste einer Entschuldigung. Entschuldigung, ich hab's nicht kleiner. In Japan ist das allerdings kein Problem. Ich glaube, das sind noch Auswirkungen von der Bubble Economy, wenn viele Japaner einfach sehr viel Geld an sich getragen haben. Heißt, mit großen Geldscheinen bezahlen ist generell kein Problem. Vielleicht auf einem klitzekleinen Markt, der irgendwie so ein Flohmarkt oder so, ist das nochmal was anderes. Aber generell in jeder Art von Geschäft kann man eigentlich mit großen Geldscheinen zahlen und man muss sich dafür nicht entschuldigen. Also, merkt euch das, Deutsche. Otsukaresama desu. Nummer 5. Wenn ihr einkaufen geht, habt ihr nicht die Packhetzerei. In Deutschland ist es ja generell so, dass wir so schnell wie möglich alles in die Tüten schmeißen müssen. Denn hinter uns kommt ja auch gleich wieder jemand. Es ist wirklich so. Stimmt doch, oder? Diesen Marathon müssen wir in Japan nicht machen. Generell, entweder sind da Packtische hinter dem, wo man zahlt, oder in Japan wird das gleich für euch mit verpackt. Heißt, ihr müsst euch überhaupt keine Sorgen drum machen und ihr müsst euch auch nicht stressen und nicht hetzen. Und das ist eigentlich richtig angenehm und ich finde das gar nicht mal so schlecht. Man hat da nicht so den Druck, dass man sehr, sehr schnell alles verstaut und losgehen muss. Ich finde es gut. Yasaimase! Aber wir bleiben mal gleich beim Thema Packen mit unserer Nummer 4. Nummer 4 ist, nehmt eure
Tüten mit. Heißt, in Deutschland sind wir es ja gewohnt, mit Stofftüten zum Shoppen zu gehen. Und in Japan ist das noch nicht so. Heißt, man bekommt in jedem Geschäft für eigentlich fast alles, was man einkauft, sofort, boom, automatisch Plastiktüten. Und zwar sehr viele. Ich habe schon mal Plastiktüten für Kaugummis bekommen. Heißt, nehmt eure Tüten mit, eure Stofftüten mit, denn ansonsten endet ihr ab mit 10 Tüten am Ende vom Tag, 10 Plastiktüten und teilweise klitzekleine, mittelgroße, alle Sorten von Plastik, die ihr eigentlich nicht haben wollt. Heißt, nehmt eure Stofftüten mit und sagt das so schnell wie möglich, denn wir waren gerade beim Thema Packen. Das wird so schnell eingepackt, ihr könnt gar nicht schauen. Ihr schaut in euren Geldbeutel, ihr schaut auf einmal ist das schon in der Plastiktüte. Das geht so schnell. Heißt, wirklich, gleich am Anfang sagen, ich habe eine Tüte oder zeigt eure Tüte her. Manche Supermärkte mittlerweile machen das so, dass sie nicht automatisch eine Tüte geben. Das ist aber selten. Andere machen das so, wenn man sagt, ich habe meine Stofftüte. Die ziehen euch dann ungefähr 2 Yen oder so ab oder geben euch extra Punkte auf einer Punktekarte. Aber generell ist es so, vor allem in Convenience Stores ist das so, dass ihr sofort ratzefatze eine Tüte bekommt. Also, wirklich, nehmt eure Tüte mit und sagt schnell, dass ihr sie habt. Ansonsten habt ihr eure Tüte und dann nochmal eine Plastiktüte. Das Schlimmste, was ich je hatte, war, er hat es in eine Tüte schon gepackt. Ich sag, stopp, nein, bitte nicht Plastik verschwenden. Ich habe meine eigene Tüte. Er sagt, ach so. Dann zieht er das Kaugummi aus der Tüte raus und schmeißt die Tüte sofort weg. Und ich dachte mir, nein, so war das nicht gedacht. Ja! Nummer 3. Ihr seid in Deutschland bestimmt euer schönes Brot und euer Müsli gewöhnt. Wir Deutschen lieben eigentlich unser Frühstück und manchmal biegen sich die Tische mit dem ganzen Zeug, was wir draufstellen. Nun, in Japan ist das leider nicht so. Da gibt es einfach nochmal einen anderen Typ Frühstück, der auch ganz toll ist. Aber es wird für euch schwierig sein, Brot und Müsli, die normalen Dinge, die ihr so erwartet, zu bekommen. Auch gewisse Milchprodukte wie Hüttenkäse und ähnliches findet man hier nur so schwer. Sehr schwer. Heißt, bitte kein Brot und Müsli erwarten und beim Suchen müsst ihr auch ziemlich lang suchen. Und generell viele Deutsche, die auch länger in Japan leben, nehmen sich nach einer Weile einfach ihr eigenes Brot mal mit, wenn die in Deutschland waren, oder backen es selber. Denn nach einer Zeit vermissen wir das. Also bitte nicht das normale deutsche Frühstück erwarten, denn das wird schwer oder sehr teuer oder schwierig zu bekommen. Nummer 2. Der Horror. Manchmal machen Deutsche den Fehler, dass sie an das Regal gehen und da steht Würstchen drauf. Und man denkt auch, es sind Würstchen, auch wenn sie in komisches Plastik eingepackt sind und Anime-Figuren drauf haben. Aber dann, wenn man reinbeißt und sich denkt, oder sich dachte, es wäre ein normales Würstchen, stellt sich heraus, manche Würstchen in Japan sind aus Fisch. Das ist Nun, ich bin generell ein Würstchen-Snob. Ich bin da sehr schwierig. Aber die Würstchen aus Fisch, ich habe es mehrmals versucht und mir jedes Mal immer gedacht, dass nein, 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 der Horror, der Horror. Also Deutsche, erwartet nicht, dass jedes Würstchen, was ihr geliefert bekommt, ein normales Würstchen ist. Es könnte auch sein, dass das Würstchen aus Fisch ist. Der Horror, der Horror. Nummer 1. Deutschland und Japan hat eines gemeinsam und das ist generell das Schuhe ausziehen und das Hausschlappen anziehen. Ja, jetzt dachtest du dir vielleicht, ja, wir haben das gemeinsam, ist ungefähr gleich. Ist es leider nicht. Heißt, in Japan ist es so, dass auf jeden Fall es nicht so manchmal, wenn man sich denkt, ich habe was im Haus vergessen, ich gehe jetzt nochmal schnell mit Straßenschuhen rein. Bübe. Das könnt ihr gar nicht machen. Und innerhalb des Hauses gibt es dann noch verschiedene Sorten von Hausschuhen. Normale Hausschuhe, Gästehausschuhe und Toilettenhausschuhe. Und dann vielleicht auch nochmal Schuhe, die man nur auf der Terrasse oder dem Balkon trägt. Und die darf man nicht wechseln. Heißt, die Balkonschuhe bleiben auf dem Balkon. Die Toilettenschuhe sind nur für die Toilette da. Und dann die Hausschuhe für den generellen Rest. Heißt, mit den Toilettenschuhen ins Haus reinlaufen, werdet ihr wahrscheinlich ganz schön die Truppe zum Lachen bringen und mit den Balkonschuhen von draußen reinkommen, könnte ein bisschen problematisch werden, weil draußen schmutzig und so. Also nochmal ein Zacken schärfer als bei uns in Deutschland und dann generell
Alle diese Schuhe werden ausgezogen, wenn man auf die Tatami-Matten geht. Also dort darf man eigentlich nur strumpfsockert oder mit nackten Füßen laufen. Das ist einfach eine Sache, die man leicht schnell falsch machen kann. Aber jetzt seid ihr ja informiert. Chotto matte ne. So, das waren 8 Sachen oder 8 Fehler, die Deutsche in Japan oft machen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir haben Videos auf Englisch, auf Japanisch und auf Deutsch. Wäre schön, wenn ich euch für noch mehr sehen würde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für mich ist es immer ein bisschen eine Herausforderung, mal wieder Deutsch zu sprechen. Und ich finde es auch immer ein bisschen komisch. Aber ich glaube, ich habe es dieses Mal einigermaßen geschafft. Wir werden es ja wissen. Falls euch noch was einfällt, hier, falls Deutsche auch gerade zuschauen, was für Fehler Deutsche sehr oft in Japan machen, lasst es uns wissen in den Kommentaren. Und wer nicht aus Deutschland ist, lasst uns auch wissen, was für Fehler Leute von eurem Land gerne in Japan machen. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns für mehr hier auf Ask Japanese. Tschüss! Und vergesst nicht zu abonnieren!